Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was die Welt braucht, der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 18. Juli 2019, übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Ihr habt schon seit längerer Zeit in Beziehungen untereinander gekämpft. Wir haben gesehen, wie sich das in eurer Gesellschaft ausgewirkt hat, bis zu dem Punkt, an dem sich die Menschen mehr mit etwas an sich selbst identifizieren, das sehr flüchtig ist, als sich mit der Wahrheit darüber zu identifizieren, wer sie als unendliche und ewige Wesen der Liebe und des Lichts sind. Nun ist es leicht zu verstehen, warum sich eine Person sehr eingeschränkt identifizieren würde, denn diese Person wurde in eine Gesellschaft hineingeboren, die Menschen in saubere und ordentliche kleine Schachteln stecken will. Das ist der mentale Ansatz, um sich aufeinander zu beziehen. Der Verstand mag es also, vorhersagen zu können, was du bekommen wirst, etwas, das es dir als egoistisches Wesen erlaubt, dich sicher zu fühlen. Deshalb sind diese Schachteln so bequem. Denn wenn man eine Person betrachtet und Erwartungen hat, die auf ihrer Rasse, ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrer Nationalität, ihrer politischen Zugehörigkeit und einer der anderen sehr temporären Arten, in denen ihr euch selbst kennt, basieren, dann kann sich das Ego sicherer fühlen, weil die Schlussfolgerungen, dass der Verstand zum Individuum geworden ist, auf der Grundlage dieser sehr oberflächlichen Aspekte des Selbst beruhen. Und so liegt unter all dem die Angst, und bis die Menschen erkennen, dass es eine sehr negative Emotion gibt, die behandelt, besprochen, gefühlt, ausgedrückt und verarbeitet werden muss, werden sie nicht sehr weit kommen. Du wirst nicht den Fortschritt machen, den du in Beziehungen untereinander machen willst, indem du einfach mit dem Finger auf jemanden zeigst, indem du jemanden auf sein Fehlverhalten aufmerksam machst. Stattdessen müsst ihr als Gesellschaft alle nach dem suchen, was sich hinter dem Fehlverhalten oder der Hassrede verbirgt. Du musst verstehen, dass Menschen von einem Ort der Verwundbarkeit kommen, wenn sie ihre Stimmen erheben, um Zeichen zu setzen und zu skandieren. Sie wollen nicht, dass du weißt, wie viel Angst sie haben. Und natürlich, indem man eine ganze Gruppe von Menschen verunglimpft, indem man einen gemeinsamen Feind schafft, kann man viel von den Machthabern oder denjenigen, die nach Macht streben, profitieren. Das Beste, was du jemals für den Rest der Menschheit tun könntest, um dich auf die nächste Ebene deiner Bewusstseinsentwicklung zu bringen, wäre, über deine Gefühle zu sprechen. Sei ehrlich. Sag der Person, die neben dir oder gegenüber von dir sitzt, was du fühlst. Wenn du es kannst und bereit bist, darüber zu diskutieren und woher es kommt, dann kannst du dich unter dem Wissen vereinen, dass alle Menschen fühlende Wesen sind. Es ist das, was euch zu Menschen macht, und ihr könnt euch unter diesem Wissen vereinen, dass ihr alle die gleichen Emotionen empfindet. Das ist es, was die Barrieren niederreißen wird, die Mauern, die in diesen Schachteln platziert werden, um die Menschen getrennt zu halten. Was die Welt mehr als alles andere braucht, sind die sensiblen Menschen in der Bevölkerung, die bereit sind, diese Sensibilität auszudrücken, verletzlich zu sein und zu teilen, was sie im Moment fühlen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.